Hey Leute, jemand wollte wissen, ob dieses DDS auch im UHF-Bereich sendet und höhere Frequenzen aussendet. Prinzipiell ja, auch wenn die Reichweite sehr bescheiden ist. Weil das ist ja nicht als UHF-Sender geplant, sondern als Modulator, der nur bis 45 MHz gehen sollte. So, ich messe jetzt mal mit dem Oszilloskop an den 125 MHz Quarz-Oszillator vom DDS-Modul und ich messe da 125 MHz auf 1 Volt Pegel, fast 1 Volt Pegel. Allerdings ist der Pegel viel höher, weil das Oszilloskop bei 125 MHz schon an der Grenze ist und da das Signal viel schwächer anzeigt. Aber es sind 125 MHz auf dem DDS-Quarz-Oszillator drauf. Und der wird auch warm, der Quarz-Oszillator, genauso wie das DDS-Chip warm wird, weil er 125 MHz erzeugen muss mit Füllpegel und 125 MHz dann verarbeitet. So, dann gucke ich jetzt mal mit Scanner. Ich lasse gerade eine Doku laufen auf 770 kHz, habe hier einen 1N-Kondensator und eine 80 Windungsspule dran, die ich um die AA-Batterie gemacht habe. Das ist das von mittlerweile Bastelprojekt. Gefunden, Radio. Die denen aus den Mülltüten im Wald ähnelten. Es geht. Die Steine stammten tatsächlich aus der Diebesbeute. Ja. Außerdem fand die Spurensicherung auch noch Reste derselben italienischen Lebensmittel. Okay, dann schaue ich mal mit Scanner. Scanner auch 770 kHz. Aber jetzt gucke ich mal 125 MHz. Da habe ich den Quarz-Oszillator noch da. Wenn ich auf den Quarz fasse, bin ich bei 125 MHz. Ich habe allerdings die Antenne jetzt auch noch dran. Ich empfange das Ganze noch 3-4 Meter vom DDS entfernt. Also wenn der nicht abgeschirmt ist. Daher könnte es sinnvoll sein, den irgendwie in ein abgeschirmtes Gehäuse einzubauen. Allerdings, da es nur ein paar Meter geht, mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen. Weil auch ein Laptop, Computer und so und die anderen Geräte, die strahlen auch die Frequenz ab. Auf 250 MHz haben wir den Träger auch. Auf 500 MHz auch. Auf 750 MHz auch. Und auf 1 GHz auch, allerdings viel schwächer. Wenn ich allerdings die Antenne abstecke, hier, auf 1 GHz empfange ich den noch. Allerdings auf 1 GHz geht es echt nicht weit. Also da in 1-2 Meter Entfernung gar nichts mehr. Und auf 125 MHz empfange ich den ohne Antenne schon fast gar nicht mehr. Klar, der Oszillator hier, der 125 MHz Oszillator, das sind nicht 125 MHz. Hier am Ausgang sind die 125 MHz eigentlich nicht mehr drauf. Allerdings überall an die Platine und Stromversorgung, wo ich hingehe, wird stärker, ist klar. Aber hier, einen breiten Ausschlag oder so habe ich da nicht mehr, außer ich komme wirklich damit ans DDS-Modul. Vom DDS weg, wird schon schwächer. Also 125 MHz sendet hier aus, 250 MHz auch noch. Auch am DDS am stärksten, weiter weg schwächer. DDS, ja, aber weiter weg wird schwächer. Klar, die Kabel, die leiten die HF vom DDS auch noch ein bisschen ab. Gut, wenn ich da direkt drauf gehe, empfange ich 250 MHz auch. 750 MHz für die dritte Oberwelle. Ne, auf 500 MHz. Ne, erst. Ne, 125, 250, 375. 375. 375 MHz empfange ich das auch. Das wird die Oberwelle von 125 MHz Quarz-Oszillator. Klar, da ist die auch noch zu empfangen. Am stärksten hier am DDS. Also das DDS-Modul, die kleine Platine da, die macht schon ein bisschen Störstrahlung. 375. Dann 500 MHz wäre die nächste. 500 ist viel schwächer als die anderen.
Und 1 GHz ist also auch viel schwächer als die anderen. Ich habe mit dem Scanner noch eine BR-493 Empfangsverstärkerstufe drin, daher ist der Scanner so empfindlich. Ja, und senden tue ich auf Mittelwelle 770 kHz. Heim. So wanderte Leonardo Notarbartolo nur eine Woche nach dem Einbruch in Untersuchungshaft. So. Jetzt stecke ich meine Antenne auf. Ihm ein Geständnis und die Namen seiner Komplizen zu entlocken. Die Antenne ist jetzt gut. Aber dieser nette Herr war nicht so leicht zu... Deine Modulationsbandbreite ist nicht auf 4,5 kHz begrenzt. Die müsste so auf 10 bis 15 kHz sein. Da ist ein 10NF-Kondensator noch auf Masse. Also... Da ist ein 1K Widerstand, dann ein 10NF auf Masse. Und wenn man den 10NF auf Masse rausmacht, dann könnte man auch mehrere Megahertz reinschicken. Ich glaube, dann könntet ihr bis 200 MHz sogar noch modulieren, wenn man den 10NF-Kondensator nicht bestückt. Mit dem 10NF-Kondensator, der bestückt ist, ist die Bandbreite nur etwa 15 kHz. Wobei bei 15 kHz schon der Audiopegel gewaltig absackt. So. Dann schalte ich mal aus, schalte die wieder ein und jetzt kommt die Frequenz halt wieder, die gespeicherte. Aus, ein. Da kommt nur die gespeicherte Frequenz, nichts anderes auf dem Display, die man dann noch ändern kann. Jetzt mache ich aber mal auf 1 MHz, um die Oberwellen direkt vom DDS mal zu empfangen. Da auch mal auf 1 MHz. Beschäftigt man anders, das muss so hinlegen, die Antenne mal direkt hier. Was ist mit der Beute passiert? An die Spule. Ein Megahertz. Wir wissen nicht, wo die Diamanten sind. Und dann mal die Oberwellen gucken. 2 Megahertz. Ist immer noch da. Okay. 2 Megahertz ist immer noch da. Dann 3 Megahertz. Auch noch. 3 Megahertz ist sogar, glaube ich. Naja, bis man stark ist, 3 Megahertz nicht. 4. 4 Megahertz ist die Farbmannfarben noch. 5 MHz wieder stärker. 6 MHz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, oben drüber sind die Oberwellen hier gar nicht mehr nachweisbar. 15, 16, da stehen andere Sachen rein. 17 MHz, 18, 19, 20. Gut, wir werden mal auf 2 MHz. Mal auf 2 MHz stellen. So, dann haben wir bei 2 MHz den Sender. Bei 1 MHz nichts, bei 2. Dann bei 3 nichts, bei 4. Bei 4 ist die erste Oberwelle. 5. Bei 6 ist die zweite. 7. Bei 8 ist die dritte. Bei 8 haben wir schon nichts mehr. Na, die vierte wäre bei 8, die vierte. 9, 10, 11, 12, 13. Das heißt, bei 2 MHz empfangen wir ihn, bei 4 und bei 6. Bei 8 so gut wie nicht mehr. Und bei 10. Ja gut, reinschlagen tut er, wenn ich direkt dran bin. Jetzt, wenn ich das Ganze mal auf dem Oszilloskop angucke, bin bei 2 MHz, mal Oszi dranhängen, wegen Oberwellen, die ihr direkt macht. Moment. Das wäre das Signal, das Ausgangssignal, das an der Spule anliegt, bei 2 MHz. Frequenz 2 MHz. Jetzt ohne Modulation. Und man kann schon ganz leicht die Abstufung erkennen hier. Die 125 MHz DDS-Abstufung. Aber so an sich ist das Signal sehr sauber und ziemlich oberwellenfrei. Natürlich, wenn man mit dem Radio, mit dem Empfänger ganz nah rangeht, kann man die Oberwellen empfangen. Aber auf ein paar Meter Entfernung dürfte man da keine Oberwellen mehr haben. Hier sieht man die Abstufung noch. Das ist die DDS-Abstufung. Jetzt, wenn man einen Schwingkreis dran machen würde, hier am Ausgang noch, also einen richtigen Schwingkreis, der abgestimmt ist, dann würden die Stufen auch komplett weg sein. Die werden schon ziemlich gut weggefiltert, aber halt nicht perfekt. Da habe ich das Signal nochmal bei 9 MHz. Das Ausgangssignal von dem DDS-Modulator. An sich ziemlich sauber.
Oberwellen lassen sich leider nicht ganz vermeiden. Allerdings die Oberwellen hier auf dem Signal sind schon sehr schwach. Das Einzige, das etwas stärker ist, wirklich stärker ist etwas, das sind halt die Oberwellen des DDS, also die 125 MHz Taktfrequenz vom DDS und die entsprechen den Oberwellen hier. Die direkt am DDS anliegen, die vom DDS abgestrahlt werden. Also es könnte sinnvoll sein, das Ding noch abzustimmen, wenn man das nicht will. Allerdings, wenn man im Umkreis von, ich sag mal, 5 Meter niemanden hat, den man damit stören kann, dann würde ich sagen, es ist ziemlich egal. Es sind halt die 125 MHz und die Vielfache davon, die das DDS-Modul noch stört, sage ich mal. Aber die 125 MHz braucht das DDS ja, um die anderen Frequenzen hier digital zu erzeugen. Jo. Tja, dann werde ich mal bei 9 MHz, ist ja Kurzwelle, das Ganze mal auf Kurzwelle senden. Ich habe hier das Radio, auch auf Kurzwelle. Das drehe ich mal, ich müsste da bei 9 MHz sein. Ah, da ist er. Dieser schnell härtende Kleber sollte direkt in den Alarm gesprüht werden, sodass die Alarmklingel zwar losging, aber nach nur einem Ton im Kleber stecken bleiben würde. Das ist jetzt mein Großmaul war nur der erste Drache, den sie auf ihrem Weg zum Schatz überwinden mussten. Das wahre Ungeheuer war die Tresorkammer, wo sie nächstens Schließfächer vermuteten. Massiver, gepanzerter Stahl mit... Da wird's leiser und leicht anzurauschen. Tresors waren damals das Nonplusultra zur Einbruchsicherheit. Aber Emil, den sie war schließlich auch nicht nur irgendeiner. Ja. Die Audiofrequenzbereich ist auf etwa 15 kHz begrenzt. Waffen, Elektrogeräte, Funkgeräte, Silikonkleber, Einbruchswerkzeug, Masken, Pfefferspray, Schlagbohrer. Also, ja, funktioniert schon. Wenn ich Audio ausstecke, nur noch Stille, Audio wieder an. Auffälliges Auto. Sie kauften ein Auto der Sorte, die an der Ostküste Arbeitswagen heißt. Eins, das keiner bemerkt. Die Bande gab ihm noch den letzten Schliff. Sie machten den Kofferraum tiefer, indem sie die Bodenplatte ausbauten.